Ich hatte mal mega Lust, so T-Shirts selbst zu gestalten und haben uns dafür erstmal so zwei weiße Baumwoll-Shirts geholt und so ein Tie-Dye-Set. Da waren auch schon ganz viele verschiedene Farben dabei und alles, was man so fürs Bartiken braucht. Da war auch sogar eine Bedienungsanleitung, was man für ein Muster rausbekommt mit verschiedenen Techniken. Wir haben uns einmal für das gefleckte Design entschieden und einmal für den klassischen Strudel und erstmal beide T-Shirts vorbereitet. Und danach musste erstmal beide T-Shirts auch gut angefeuchtet werden. Und dann können wir auch schon mit dem Färben starten und dafür haben wir uns als erstes noch Handschuhe angezogen und wir haben dann mit dem gefleckten Design gestartet und uns dafür eine blaue Farbe rausgesucht. Das Ganze ging auch wirklich super leicht und nachdem wir dann fertig waren mit dem ganzen Einfärben, musste man das T-Shirt nur noch in so eine Plastiktüte tun. Und dann haben wir uns noch dem zweiten T-Shirt natürlich gewidmet und haben uns dafür ein Rot- und ein Blauton rausgesucht und das dann auch noch eingefärbt. Als es auch komplett voll mit Farbe war, haben wir das auch noch in so eine Plastiktüte getan und hatten noch etwas viel Farbe übrig und haben uns dann ganz spontan noch dazu entschieden, einen Jutebeutel einzufärben. Da haben wir uns jetzt noch für ein Streifenmuster entschieden und noch die ganze restliche Farbe vom T-Shirt benutzt, die wirklich auch genau gereicht hat. Alles muss jetzt 24 Stunden einwirken und morgen schauen wir dann mal zusammen, wie alles geworden ist.